Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein Post-Launch-Update zu Aerodrome, das Protokoll, das jetzt das Base-Mainnet im Sturm erobert hat. Wir wollen uns die gesamten Statistiken anschauen, was ich gerade mit dem Token mache, ob ich vielleicht schon Liquidity-Farming-Pools eröffnet habe und alles weitere. Auch nochmal einen kurzen Rückblick ins letzte Video starten, damit fangen wir nämlich direkt an. Und zwar habe ich gestern nochmal ein Video gemacht, was sich aktuell auf dem Base Mainnet bewegt. Ich habe dem Video bewusst den Titel gegeben. Jetzt geht es erst richtig los. Das Ganze ist vor 22 Stunden entstanden, beziehungsweise vor 22 Stunden habe ich es hochgeladen, also gestern Mittwochabend um 19 Uhr. Und wie wir hier im Video noch sehen, hatten wir damals noch ein Total Value Locked von knapp 200 Millionen auf dem Base Mainnet. Die größten Protokolle waren noch Alien Base und Stargate mit einem Total Value Locked knapp vor 30 Millionen. Und wenn wir hier mal kurz durchskippen, ich bin dann auch noch kurz auf Aerodrome eingegangen, die sich ihre Position am Platz 15 gesichert haben mit einem minimalen TVL von ca. 3 Millionen. Und aktuell ist das Base Mainnet explodiert durch den Launch, durch den Start der Emissionen, als auch den Token-Launch von Aerodrome. Und wir haben mittlerweile 346 Millionen US-Dollar auf dem Netzwerk liegen. Und das sollte nochmal verdeutlichen, welche Macht dieses Protokoll jetzt über das Netzwerk hat, beziehungsweise wie viele Leute darauf gewartet haben. Und diese Entwicklung hatte natürlich auch massiven Einfluss auf die anderen Protokolle auf dem Netzwerk. Also wir sehen, dass die meiste Liquidität aus den anderen Protokollen hinübergeflossen ist. Ein Base-Swap, das vor kurzem noch 50 Millionen US-Dollar in Liquidität hinterlegt hatte, ist jetzt bei knapp 8,5 Millionen angekommen. Und auch andere große wie Stargate oder Alien Base haben massiv an Liquidität verloren, die jetzt eben alles in Aerodrome geflossen ist. Hier sind wir jetzt bei 170 Millionen, was die Hälfte des Base Mainnets betrifft, was den Total Value Locked angeht. Wenn wir uns die Overall Chains anschauen, dann sehen wir, dass Base mittlerweile auf Platz 9 angekommen ist und das eine 7-Tages-Änderung bzw. eine 1-Tages-Änderung von 75% zur Folge hatte. Also 75% neues Kapital ist auf die Chain hinzugeflossen, allein durch den Launch von Aerodrome. Nochmal, um das zu verdeutlichen, ich finde es immer noch faszinierend. Ich habe zwar mit einer Vorreiterposition des Protokolls gerechnet, wie man in meinen letzten Videos verfolgen kann, aber dass diese so dominant sein wird, damit habe ich auch nicht gerechnet. Wenn wir dann hier noch kurz die Layer 2 Netzwerke im Vergleich abarbeiten, dann sehen wir, dass Base hier auch mittlerweile an Platz 4 gesprungen ist. Gestern habe ich noch gesagt, es wird vermutlich bald ZK-Sync Error überholen. Hier sind wir jetzt bei 342 Millionen auf Base. ZK-Sync Error sind es 411 Millionen. Der neue Slang auf YouTube, zumindest habe ich das den Videos von Horst Crypto entnommen, ist anscheinend exactly as predicted. Kleiner Witz natürlich hier am Rande. Aber das ist das, was sich gerade ausspielt. Das Base Mainnet wird in Kürze auf Platz 3 der Layer 2s vorrücken. Und das natürlich maßgeblich jetzt durch den Aerodrome Launch. Wenn wir uns dann kurz die Statistiken dazu anschauen, gestern bzw. heute Morgen um 5 Uhr, als ich aufgestanden bin, um mir alles anzuschauen, wie die Entwicklungen waren. Ich wollte nämlich nicht warten, bis die Emissionen um 2, 3 Uhr nachts starten. Da waren wir noch bei rund 1000 Aero-Token Halter. Mittlerweile sind wir bei 1600 knapp 50. Und der Token hat auch eine Performance hingelegt. Wir hätten theoretisch 2x2x machen können, wenn wir am Boden eingekauft haben. Wir sind jetzt wieder ungefähr bei den Launchpreisen bzw. ein bisschen darunter, wenn man den Chart in einer anderen Zeitperspektive einstellen würde. Ich glaube, dass jetzt aktuell sehr, sehr gute Dollar-Cost-Average-Zeiten sind. Zumindest fange ich jetzt damit an. Ich habe vorher noch keine Position eröffnet, da ich mir unsicher war, wie sich das Ganze ausspielt. Aber jetzt, wie gesagt, habe ich meine erste Position eröffnet. Können da gerne auch mal kurz reinschauen in mein Dashboard. Ich bin jetzt mit meinem ersten Pool bzw. mit meiner ersten Tranche in den Arrow USDBC-Pool reingegangen, da man hier auch aktuell Emissionen von rund 1700% bekommt, was ca. 4-5% täglich wären. Natürlich wird diese weiter runtergehen, je mehr Leute Liquidität in diesen Pools hinterlegen. Die meisten Leute sind fokussiert auf die Blue Chips. Deswegen gehe ich jetzt in den Aero-Token rein und versuche, auch falls der Token sich hier noch 50% nach unten bewegt, die gesamte Bewegung mitzunehmen, da langfristig das Protokoll, wenn wir das Ganze mit der Entwicklung von Velodrome vergleichen, auch wieder Fahrt aufgenommen hat über die Zeit. Jetzt ist das initiale Produkt. Wir haben jetzt hier nicht mal 24 Stunden im Token-Chart. Dementsprechend muss man das Ganze natürlich beobachten und sollte nicht seine komplette Liquidität am Anfang verpulvern. Wie man hier einsteigen kann, ist im Grunde relativ simpel. Man muss natürlich Ethereum auf das Base Mainnet bridgen, um dann letztendlich auch die Gas-Fees bezahlen zu können.
Und anschließend swappt man natürlich seine USDBC in den Arrow Token. Man tauscht hier dementsprechend die Position, wählt dann einfach beispielsweise die maximale Allokation aus und tauscht dann hier die Token. Man muss natürlich immer die Allowance hier an der Seite geben. Und sobald man einen Arrow Token hat, geht man rüber zu Liquidity, sucht sich den dementsprechenden Pool aus. In meinem Fall ist das der Arrow gepaart mit USDBC Pool, genau dieser hier. Man geht dann hier drauf und muss dann dementsprechend die Liquidität hinterlegen. Man würde dann hier oben auf die verfügbaren Arrow-Token gehen, dass diese mit USDBC gepaart werden. Muss dann einmal die Genehmigung für die USDBC geben, dann anschließend die Genehmigung für die Arrow-Token. Dann gibt es ein LP-Paar und dieses LP-Paar muss man dann nochmal in den Pool einzahlen, damit die Funds arbeiten. Und dann müsste euer Dashboard genau so aussehen. Also es muss deposited sein und die Liquidität muss anschließend gestaked werden, sonst arbeitet diese nicht. Dann habt ihr auch diesen Pool hier oben nicht angezeigt. Das ist das, was ich gerade mache. Ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten. Aerodrome aus meiner Sicht ein Protokoll mit sehr, sehr viel Potenzial. Wie wir jetzt über die letzten Stunden gesehen haben, es hat das Base Mainnet im Sturm erobert. Aktuell 50% des Shares des gesamten Netzwerks eingenommen. Man muss natürlich schauen, wo jetzt die Emissionen, wo die Liquidität hinfließt. Es wird natürlich auch wieder neue Protokolle geben, die einen Teil, einen Market Share von Aerodrome wegnehmen. Aber aktuell natürlich brutal dominant auf diesem Netzwerk. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach unten in die Kommentare. Ansonsten alle Links in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.